in der Landesregierung heute vorstellt, ist vom Wirtschaftsminister nicht mehr gekommen. Weil ihm schon seit Jahren deutlich ist, dass es notwendig ist, über Innovation zu reden und auch Innovationspolitik in diesem Land zu betreiben. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Beamten des Wirtschaftsministeriums, meinen Mitarbeitern in Fraktion und Wahlkreis, die mich bei diesem Antrag unterstützt haben und einen ausarbeiten. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Landesfachausschuss Wirtschaft und Finanzen, stellvertretend beim Vorsitzenden Dr. Rickhaler, denn dieser Leitantrag wurde intensiv im Plenum und in Arbeitsgruppen diskutiert. Und ich bedanke mich auch bei Landesvorstand, der in einer langen Sitzung diesen Antrag diskutiert hat und dafür gesorgt hat, dass er am Ende noch besser wird. Ich bedanke mich bei den Kollegen aus Bundestag und Landtag, Katrin Meitner, Hartwig Wolf und Lisa Wachmann, die ein eigenes Kapitel innerhalb des Landes dieses Leitantrags eingeführt haben. Er gliedert sich im Grunde in drei Kapitel. Zunächst einmal geht es um einen ordnungspolitischen Rahmen. Und dieser ordnungspolitische Rahmen ist natürlich in der Landespolitik allein nicht darstellbar. Da müssen wir über Bundespolitik reden, da müssen wir auch über europäische Politik reden, da müssen wir ganz intensiv über Steuerpolitik reden. Trotzdem greift das eine in das andere. Wir können in Baden-Württemberg nicht erfolgreiche Innovationspolitik betreiben, wenn der Ordnungsrahmen, der von Bund oder von Europa gesteckt wird, nicht ist. Im zweiten Kapitel wird über die Verbindung von Wissen und Wirtschaft gesprochen. Denn diese Verbindung von Wissen und Wirtschaft ist die einzige Herausforderung für unsere baden-württembergische Wirtschaft. Wir sind kein Billiglohnland. Wir sind kein Niedrigkostenland. Sondern wir sind ein Land, das seit anderen in seiner Innovationskraft immer eine Nasenlänge voraus sein muss, damit wir unseren Wohlstand erhalten können. Im dritten Kapitel schließlich legt dieser Leitantrag ein ganz klares Bekenntnis zum Mittelstand, zu den kleinen und mittleren Unternehmen ab. Und in der Tat, das ist richtig, in diesem Leitantrag ist einiges Bestandsaufgaben. Das ist gewollt, meine Damen und Herren. Weil mir jetzt immer wieder deutlich wird in der politischen, praktischen Arbeit, dass im Land, auch innerhalb der Partei, nicht all diese Instrumente der Wirtschafts- und Mittelstandspolitik bekannt sind, die wir haben. Und insofern bekenne ich dieser Leitantrag auch zu dem Ziel, die Möglichkeiten, die die Wirtschaftspolitik in diesem Land hat, noch etwas bekannter zu machen. Die Klammer zwischen diesen drei Kapiteln ist der Begriff der Innovation. War durchaus im Sinne von Josef Schumpeter, der im Grunde das Wesen des Unternehmertums im Innovationsbegriff zusammengefasst hat. Und nach Schumpeters Vorstellung ist Innovation ein schöpferischer Zerführungsprozess, ein ständiges Voranschreiten. Mir ist deutlich klar geworden, wie Schumpeter das verstanden hat, als ich ein innovatives Unternehmen im Maschinenbau besucht habe. Man mir die neuesten Maschinen vorgeführt hat, um mir zu sagen, diese Maschinen, die exportieren wir nach China. Natürlich hat sich die Frage aufgedrängt, werden diese Maschinen in China nicht sofort kopiert? Der Unternehmer hat mir gesagt, lass die Chinesen doch diese Maschinen kopieren. Bis sie sie kopiert und hergestellt haben, haben wir schon wieder etwas Neues entwickelt. Und genau das ist die Stärke der baden-württembergischen Wirtschaft, das ist gemeint mit Innovation durchaus im Sinne von Josef Schumpeter als einem zerstörerischen, als einem künftigen. Wir haben in Baden-Württemberg viele Erfindungen. Das Land der Künstler, das Land der Wissenschaftler. Wir haben Inventionen, Erfindungen. Aber diese Inventionen werden nicht immer mit Innovationen, werden nicht immer am Markt eingeführt. Das älteste Beispiel ist der Schaufelradator, der schon im Jahre 1707 in Südwestdeutschland über einen Fluss gefahren ist. Dann wurde er wieder vergessen und zum ersten Mal dann wirklich wirtschaftlich im Jahre 1820 in den USA eingesetzt. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist das Faxgerät. In Baden-Württemberg erfunden, aber eben nicht in Baden-Württemberg an den Markt gekommen. Nach einer Tiefbaustudie werden nur 0,6% der Inventionen
Entwicklungen in unserem Land tatsächlich nachsehen. Und wir müssen uns fragen, was kann Politik tun, damit es besser wird und vor allem, damit es erfolgreich ist. Aufgabe der Politik kann es nicht sein, insbesondere nicht im liberalen Verständnis, dass wir den Unternehmen ihre Arbeit abnehmen oder gar ihnen vorschreiben, wie sie zu wirtschaften, wie sie zu erfinden haben. Aber wir müssen ihnen dabei helfen, dass sie Hindernisse überwinden können. Deshalb muss die zentrale Frage der baden-württembergischen Wirtschafts- und Innovationspolitik lauten, was kann Politik tun, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Innovationskraft unterstützt werden, dass sie in ihrer Verbindung zu Forschung und Wissen besser werden, als das momentan der Fall ist. Die Innovationskraft der baden-württembergischen Wirtschaft hat unser Land zu dem gemacht, was es ist. Man darf schon hin und wieder daran erinnern, dass der Südwesten Deutschlands bis in die 60er Jahre hinein nicht an der Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung gestanden hat. Wir waren eher untere Mittelfeld. Und erst mit einer verbesserten Energieversorgung Südwestdeutschlands hat die Erfolgsgeschichte unseres Landes begonnen. Und deshalb müssen wir uns immer vor Augen führen, dass wir als Politik auch die Verpflichtung haben, dafür zu sorgen, dass die Energieversorgung unserer Wirtschaft auch in den nächsten Jahrzehnten sichergestellt wird. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese baden-württembergische Wirtschaft auch weiterhin innovativ bleiben kann. Die Erfolgsbilanz ist eindrucksvoll. Frau Hofer hat ja einiges in ihrer Rede vorhin aufgezählt an Faktoren, wo wir Schwierigkeiten sind. 3,9% Arbeitslosigkeit. Nach den Vorstellungen der modernen Volkswirtschaft muss das im Grunde Volkswirtschaft 4,2% unserer Inlandsprodukte gehen wir für Forschung und Entwicklung aus. Wir haben in unserem Land 4 von 9 Elite-Universitäten. Grundsätzlich, Frau Vogel, Sie haben gesagt, die höchsten Lebenserwartungen aufgrund der höchsten Lebensqualität in Baden-Württemberg. Aber es besteht die große Gefahr und Aufruhen, dass die Politik und die Gesellschaft sagt, uns Baden-Württemberger geht es ja so gut, da müssen wir gar nicht an die Zukunft denken und da können wir das Geld vielleicht in anderen Bereichen ausgeben. Das ist aber nicht der Fall. Das sind die ersten Warnzeichen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Bayern im Juni 2008 mit einer Arbeitslosenquote von 3,8% leicht besser abgeschnitten als Baden-Württemberg. Das hat natürlich auch zu tun mit Arbeitsmarktprogrammen aufgrund der bayerischen Landtagswahl, vielleicht auch etwas mit Saisonarbeitskräften. Aber es ist ein Warnzeichen. Das muss sich deutlich machen. Wir müssen uns noch mehr anstrengen. Die Region Stuttgart Wirtschaftsvorwärts ausgewiesen, nicht mehr ganz so innovativ wie früher. Absolut gesehen schon, aber nicht mehr im Vergleich zu anderen innovativen Regionen in Deutschland so auf der Überholspur, wie das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und wir haben natürlich das Problem des Wachstums gemacht. Das konnten wir mit aller Kraft nun erreichen. Und deshalb ist die Bildungspolitik, die Qualifizierungspolitik, ein wesentliches Merkmal auch der Innovationspolitik. Es ist völlig richtig, dass wir über Bildung reden. Und der Fraktionsvorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Uli Doll, hat ja völlig recht, wenn er sagt, wir müssen Geld in die Hand nehmen für die Bildung. Denn dieses Geld, das zahlt sich aus. Das zahlt sich aus im wirtschaftlichen Fortschritt und bringt dann auch wieder über Steuern seine Erfolge an uns zurück. Wir müssen aber auch über die älteren Beschäftigten reden. Da sind wir uns ganz einig. Denn wir haben einen Jugendpuls in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gehabt. Die älteren Menschen sind nicht schnell genug, insbesondere von der Kultur.